Nicht nur Herr Professor Dr. Karl Lauterbach ist also ein Long-Covid-Phänomen. Nicht nur er bläst also die Backen auf und schlägt auf die Panik-Trompete und bläst also die Tuba der Angst. Nein, es gibt leider Gottes auch ein Team Lauterbach, besonders bei den Gesundheitsministern, wie sie heute getagt haben. Er steht nicht allein auf weiter Flur. Genauso starke, panische, angstgetriebene, machtbewusste Töne stimmen beispielsweise die Gesundheitsminister von Baden-Württemberg und von Bayern an, ein Grünen-Politiker und ein CSU-Politiker. Es gibt neue Vorschläge auf dem Tisch von Bayern, von Baden-Württemberg, von Hessen, vielleicht auch von Thüringen. Zum einen, der Instrumentenkasten soll nachgeschärft werden. Also der Instrumentenkasten ist eher ein Folterkasten. 2G soll wieder drin sein, 3G, Maskentragepflicht, Abstandsgebote, Versammlungsverbote etc. Das heißt, man arbeitet schon vor, ohne die Evaluation zu kennen. Und sogar der alte Gassenhauer kommt aus der Geisterbahn zurück, her mit der Impfpflicht ab 60.